Er hat über 60 Länderspiele für die Schweiz bestritten und ist ein EVZ-Urgestein. Der ehemalige EVZ-Zug- und NHL-Stürmer Patrick Fischer. Vor einem Jahr hat er seine Karriere als Hockey-Profi beendet. Jetzt kann er sich sportlich zurücklehnen. Kommt aber morgen noch einmal aufs Eis zurück. Im Rahmen von seinem Abschiedsspiel in der neuen Bossart Arena zu Zug. Organisiert wird der Anlass von der Firma 4 Sports und Entertainment AG aus Baar. Ein Unternehmen, das sich neben anderen Sportarten auch Eishockey auf die Fahne geschrieben hat. Wenn jemand in einem Spitzensport wie Eishockey vorne mitspielt, dann gibt das einiges an Arbeit. Nicht nur auf dem Eis, sondern auch am Schreibtisch. Und dort kommt 4 Sports ins Spiel. Das Unternehmen aus Baar tut Athleten managen. So auch die beiden EVZ-Spieler, Durika Michel und Fabian Schneider. Neben dem Organisieren von Anlässen und dem ganzen Vermarkten, tun sie auch allfällige Transfers unterstützen. Daneben können Spieler aber andere Aufgaben weitergeben, zum Beispiel wenn es um Steuern geht oder um die Vorbereitung aufs Leben nach dem Spitzensport. Für den Fabian Schneider eine wichtige Stütze. Sie ist einfach eine Vertrauensperson. Man hat sportlich wie private Sachen, die man eigentlich erledigen muss. Und man hat immer ein bisschen Up and Downs und so. Und es ist wirklich einer, der immer an deiner Seite ist und dir kann helfen, sei es eben im Privatleben oder im Sportlichen. Das Leben nach dem Spitzensport ist aber vor allem bei seinem Teamkollegen Durika Michel ein Thema. Ich bin halt jetzt langsam doch schon in einem Alter, wo man sich Gedanken machen muss für nach der Karriere. Hoffentlich, dass ich 5, 6, 7 Jahre noch spielen kann. Aber es gibt sicher Möglichkeiten. Wir haben vor allem auch den Dani Giger, der früher bei uns gespielt hat und jetzt hier einsteigen konnte in dieser Firma und der einen super Job macht. Und da gibt es natürlich auch Lösungen, die uns helfen, mit auch Weiterbildung oder auch zum Teil bei ihnen nachher ins Geschäftsleben einsteigen. Der Daniel Giger ist in der Firma 4 Sports jetzt in der Geschäftsleitung. Die Firma gibt es seit 5 Jahren. Sie betreut neben Eishockey-Spieler auch Fußballer und Golfer. Dabei geht es aber nicht nur immer um Profis. Auch junge Talente werden betreut. Die müssen ihre Manager aber nicht zahlen. Wir verdienen eigentlich erst, wenn der Athlet etwas verdient. Das heisst, in den Spielern oder Athleten, die jung sind, die noch Nachwuchsspieler sind, ist das eigentlich eine Vorinvestition von uns. Und wir verdienen dann erst, wenn wir für diese Spieler Verträge aushandeln können oder Sponsordeals bringen können, dann verdienen wir erst etwas. Und einer der Anlässe von 4 Sports ist eben das Abschiedsspiel für Patrick Fischer. Das startet morgen ab 6 Uhr in der Bossart Arena Zug.